Über sowas freut man sich doch immer. Wow, wie frisch gedruckt oder so. Sam, mithilfe des chiralen Netzwerks haben wir Daten von Experimenten wiederhergestellt, die uns im Bereich der Forschung und Entwicklung voranbringen sollten. Wir haben sogar schon einen Durchbruch erzielt, der in unseren Waffenprogrammen praktische Anwendung finden kann. Blutkugeln, Anti-GD-Munition, die sich die einzigartigen Eigenschaften deines Blutes zunutze macht. Behalte aber im Hinterkopf, dass jeder Schuss, den du abfeuerst, eine kleine Menge deines eigenen Blutes verbraucht. Abhängig von der Situation bringt ein Wechsel zurück zu konventioneller Munition vielleicht mehr. Weitere Informationen findest du auf der Liste herstellbarer Ausrüstung.
Du bist hier stets willkommen, Sam. Für einen Helden finden wir immer Zeit. Gute Arbeit.
erwachen, ist es von größter Bedeutung, sich in Zurückhaltung zu üben. Ich schätze dir es klar, dass Töten keine Option ist. Mehr Leiden bedeuten mehr GDs und möglicherweise mehr leere Stürze. Wenn du jemanden tötest, gefährdest du nicht nur dich, sondern auch viele andere Leute.
gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, ja. Sam, such am Terminal nach verfügbaren Aufträgen. Diese Waffe kann mit Blutkugeln geladen werden. Außerdem hat sie ein Leuchtpunktvisier. Erleichtert das Zielen. Sam, Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit.